Moin moin liebe Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Günis Force Imperium auf der Felsbrunnen zusammen mit dem Manni. Günther? Manni? Ja, ich bin... Oh, was ist denn los hier, meine Haare? Hat auch keiner. Manni? Ja, ich muss ja... Oh, ich brauche mal einen Kamm, Alter. Ja? Ich komme mal eben rüber zu dir. Hör mal, ich muss mir was mal von dir leihen. Was denn? Ich brauche Schläuche. Trichter. Was für Schläuche? Ja, Schläuche. Farbe ist egal, aber Durchmesser sollten so 2 cm sein. Schläuche? Ja. Und ein Schlauch. 2 cm? 2 cm Durchmesser, ja. Also, ist dicker, nee, Schlauch. Warte, Entschuldigung. Ich muss mal eben hier auf mein Zettel gucken. 1,5 Zoll. 1,5 Zoll muss das sein. 1,5 Zoll. 1 Zoll. Ja, 1,5 Zoll. Schlauch. Ja. Und ein Schlauch, der muss nur so tröpfchenweise. Ganz dünn muss der sein. So richtig dünn. Und 2 Trichter, hast du? Und wie lang? Der 1,5 Zoll soll sein 1,50 Meter. Ah. Ja, tu mal 2 Meter, falls er fast leer geht. Das ist für mein Aquarium. Ja, warte, hab ich schon eine Hosentasche. Also, oh nee, doch nicht. Hab ich rausgelegt letzte Nacht. Also hast du nix. Nee. Günther, wie wär's mal mit Baumarkt? Aber ja. Günther, weißt du, was du nicht hast? Was denn? Eine Provision, wenn du bald anfängst mit Arbeiten. Ja, so. Ich fahr mal eben zum Baumarkt. Günther, ja. Freizeit. Ja, hab ich doch grad. Nee, Günther, nix Freizeit, komm nur. Die Bäume sind gespritzt, die lachen jetzt 12 Stunden, 24 Stunden ein Jahr im Pestizid und oder im Insekten, also, ne, wisst schon? Insektizid, ja. Ja, verladen steht an, Kollege. Verladen. So. Boah. So, weißt du, was ich jetzt mache, Günther? Den Schlauch für mich kaufen? Ich werde jetzt unseren Offroad-Truck hier noch verkaufen. Ja. Oder brauchen wir den? Nee. Nö, ne? Geh den mal verkaufen und bring den Holz an. Oder willst du den mal runterfahren, Günther? Nee. Hier den? Nee, kann ich nicht. Ich muss auf den Tatra hochfahren. Nee, den Tatra fahre ich hoch, Günther. Dann bin ich ja gerade schon unterwegs, den hochzufahren. Nee, du wolltest den anderen runterfahren, Günther, zu verkaufen noch. Ach, stimmt. Ja, Günther. Hast du den schon verkauft? Ja, hab ich. Wie heißt der? Hab ich schon. Sicher? Ja. Da. Boah, da brennt die Miets, Junge. Wie lang sind die Stöckchen da? Ja. Für den Tatra, wie lang müssen die sein? Ich warte, bis du hier bist. Ja, musst du mal gucken, Günther. Ja, ich guck mir erstmal was anderes an. Seht denn der mitten auf der Straße? So. Lenker geguckt. Das wird eng. Geht Zeit, Jungs, tut mir leid. Der Günther hat's eilig, der Manni hat's eilig. Ich hab auch gesehen, es gibt was Neues im Shop, Günther. Ja. Das könnte mir helfen. Dir? Ja. Was denn? Günizide. Aha. Zum Einspritzen von lästigen Mitarbeitern. Halt die Klappe. Ja. So, ich muss erstmal hier besuchen. So, Tankstelle. Was haben wir denn hier? Freiwillige Feuerwehr. Was? Freiwillige was? Freiwillige Feuerwehr. Aha. Ledli. Da war. Gibt's denn hier den ganzen. Weißt du mal, Günther, was machst du? Ich suche einen Baumarkt. Wie, du suchst einen Baumarkt? Günther, du sollst das in deiner Freizeit machen. Ich fahre jetzt mit dem Tatra hoch und dann möchte ich, dass hier aufgeladen wird. Ja. Aha, was haben wir denn hier? Wie, ja. Kabel. Meinst du, eine Tankstelle verkauft sowas, Manni? Nein, oh Mann, ich glaube nicht. Mir geht schon wieder nicht gut. Wer klingt nicht gut? Ich. Warum? Ich glaube, ich bin krank. Mir geht's nicht gut? Nee. Aber was hast du denn? Kopf- und Gliederschmerzen. Aber für Gliederschmerzen nicht ein Glied? Schnecki, Blondie, komm mal her. Oh, ja. Genau, hör auf hier schon wieder unschuldige Mädchen zu betatschen. Ja, ich suche weiter im Baumarkt. Sag, wenn du da bist, ne? Was bin haben wir da. Hier? Bin da, Günther. Viehhandel. Albrecht bin Decker. Bin da, Günther. Hm.
Bist du da? Bin da, Günther. Ja? Bin da, Günther. Ich komm. Meine Wakidaki alle oder was? Ich muss echt mal gucken, wo es hier einen Baumarkt gibt. Was ist denn da unten? Ja, genau. Auf geht's, würde ich sagen, oder? Hast du dein Ferngucksgerät mit? Nee, hab ich nicht mit, genau. Warum? Ich würde mal gerne gucken, ob da unten ein Baumarkt ist. Da ist kein Baumarkt, ist der Hafen, du Blepp. So, ja, was ist denn jetzt? Wollen wir jetzt hier mal langsam mal ein bisschen loslegen? Ein Hafenbaumarkt. Ja. Doch. So, kannst du mal messen? Zähl mal die Schritte, wie viel wir brauchen. Ja. So. 1, 2, 3, 8. Oh, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, warte mal, Günther, säge mal vorne die Spitze ab und hinten das hier. Immer da, nee. Also immer, wisst ihr, nee. Vorne noch. Spitze, Günther. So, hast du? So, warte. Eins, zwei. Ja, verlad doch. Minusche, die Bauern. Ja, jetzt. Warte mal, wir müssten mal den LKW müssten wir hier mal quer hinstellen, Günther. Den stelle ich dir quer hin. Einen Moment. Das wäre das Beste, wenn der hier quer steht. Da könnte ich optimal verladen, Günther. Wisst ihr wie? Aber machst du ein bisschen sachte, bitte. Schöne. Ja, langsam. Sachte. Langsam. Da dran. Langsam. Sacht. Neu. Günther. Langsam. Sachte. Da dran. Neu. Ach, nee. Wir sehen wieder über die. Oh, nee. Über den Hügel holbert. So, warte, so ist ganz gut. So ist ganz gut. Perfekt, genau, es ist perfekt. Ja, genau. Wenn sich einer das Ding hier angeklebt hätte, dann würde der wahrscheinlich abfallen. Ja, klar. Ja. Boah, jetzt müssen wir aber wetten. Auf was wollen wir wetten? Das schaffst du. Warum? Nie. Warum wetten? Der fährt auf welcher Seite der runterfällt. Ich weiß auch nicht, warum du der einzige Stand bist, der einfach sein Ding hier im Weg stellt. Das ist doch mal dahin, wo es Kind stört. Mensch. Günther. Das sind so Sachen, die muss man eigentlich. Die muss man eigentlich niemand mehr erklären. Mann, ja, Moment, dann mach ich das. Mann! Ja, genau. Bitte tu es nicht. Günther, was denn? Jetzt hör doch auf. Ich warte doch, Günther. Geh doch gleich los. Ich bin auch ganz lieb jetzt. Günther. Oh. Ruhig bleiben, Günther. Der fährt ja nicht mal. Oh. Ja, reicht die Leistung nicht, Günther. Verdammt! So, Günther. Rühr mich mal zum Baumarkt. Günther, warte bitte. So, sind wir noch drin? Ja, ich. Okay. Bist du bescheuert? Sind wir noch drin, Günther? Ja. Du da dich! Ja. Gibt doch gar nicht. Gibt doch gar nicht. Das kleine Kribbelding, das hat schon abgestellt, gell? So. Nächste Mal machst du dich mit dem Spanngurt fest an Schienen. So, komm. Säge. Säge raus und ab geht die Luzi. Das lasse ich über die Versicherung laufen, du. Huch. So, warte mal, den kann ich auf jeden Fall noch aufladen hier. Der hat kleiderische Länge, würde ich behaupten. So.
Weißt du, wo ich heute essen war? Beim Griechen. Beim Griechen? Ja. Mach ich bitte, wenn ich arsch bin. Großer Gyros-Teller mit Pommes, Tzatziki. Ja. Und ja. Zwiebeln. Ja. Na da. Ja, Kinderchen. Und zack, hast du gesehen, wie das ein Profi macht? Hast du das gesehen, wie das ein Profi macht, Günther? Ja. Und ich weiß auch nicht, warum, Günther, du jedes Mal die Baumstämme so ablegen musst, dass man nicht mehr richtig rankommt. Mensch, dass du das auch nicht lernst. So, komm hier. So, lass mich mal die Spitzen abschneiden, ne? Da. Komm, mach mal auf Länge jetzt, ja. Ja, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fällt aber nur in. Das ist viel zu lang, Günther. Was soll denn das? Hör auf! Das ist nicht zu lang. Günther, das ist viel zu lang. Jetzt guck doch mal bitte an, wie lang der ist. Nein! Mensch, der liegt doch gar nicht an. Der passt da super drauf. Ja. Ja, warte. Da meist auch noch zusammen, Günther? Nee. So, dann stell den anderen schon mal. Wetten wir, der passt super da rein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist einfach zu lang. Nein. Mach bitte acht, denn ich Leute. Brauchen wir wieder eine rote Fahne, Günther. Ups. Da. Ne, da passt ganz gut. Das sag ich doch. Da. Der Zug! Falsche Seite. Oh, Gott sei Dank. Aber der hat ein Auto, hast du gesehen, der ist durch den Auto durchgefahren. Hab ich gesehen. Was ist denn das? Kannst du mal den JCB ein bisschen wegfahren hier? Oder und den Johnny auch, dass man hier mal ordentlich ein bisschen rangieren kann vielleicht auch. Da. Gut, sehr schön. Genau. Sehr schön, sehr schön. Aber die Kunden hier von Dings, die haben sich auch nicht wieder gemeldet, oder? Ach, Günther. Hä? Wo wir den Dings manipuliert haben, gell? Ja. Da hat mich einer drauf angesprochen, ob wir was gehört haben. Ich sag, wie, was gehört? Da hier, wegen der Kamatsu, da war einer in der Nacht, müssen welche in Kamatsu manipuliert haben. Was hast du gesagt? Ich hab angefangen mit Schottern, Günther. Du weißt, ich kann sau schlecht lügen, Günther. Und da haben die gesagt, der eine hat noch gesagt, das müssen zwei gewesen sein. Da hab ich schon, wie kommst denn da drauf? Hab ich gesagt. Und da hat er gesagt, du sollst mal ein bisschen schneiden, Günther. Ich meine, ich wollte hier noch ein bisschen was verladen, ne? So, und da hat er gewartet, warte, den hol ich mal raus. Da hat er, warte, Günther, ich muss raus. So, da sagt er zu mir, gell? Der Ener, da sagt er so, die alten Dreckschweine, gell? Ja. Die haben ja in vollgeschissenen Beutel in die Lüftung reingehauen, in Handschuhe. Und da sag ich so, na gut, aber ich sag, das kann ja auch einer alleine. Und da sagen die so, nee, du sauber, wie da reingeschissen ist, muss den einer aufgehalten haben. Den Handschuh. Und da hab ich gesagt, wie mit das? Gell. Und da haben die mich schon blöd angeguckt, weil ich gestottert habe, genau. Und ich war auch gerade, ich wollte mir eigentlich eine Bockwurst holen, gell? Eine Bockwurst vorne an der Kasse. Gell? Ja. Ja, ja. Und da wollte ich eigentlich mit da habe ich gesagt, scheiße, mach Senf. Gell, dass ich da wegkomme, Günther. Dass die mich nicht weiter hier, ne? Aber die haben mich schon komisch angeguckt und du weißt, wie ich bin. Ich bin ein bisschen klaustrophobisch Verhandler, gell? Ich hab mich da schon ein bisschen. So, mir kam so vor, als wussten die das schon, gell? Obwohl wahrscheinlich keiner aber muss. Klaustrophobie ist doch, wenn du klaust.
Nee, genau. Klaustrophobie ist das, was du mit der Arbeit hast, zum Beispiel. Du hast ja Angst vor der Arbeit. Nein, Klaustrophie. Ja, was? Klaus? Also Klaus? Welcher Klaus? Ja, Klaustrophobie. Klaustro was? Klaustrophobie. 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 Schreib das mal auf. Was? Schreib das mal auf. Nein. Schreib das mal auf, Günther. Nein. Günther, schreibe das doch mal auf. Ich kann es lesen. Ne? Ich kann es ja nicht mal aussprechen. Da kann ich es nicht mal schreiben. Lass es sein. Schreib einfach, wie du es aussprichst. Wie du es machen und schreiben würdest. Echt jetzt? Okay, komm. Klaus. Klaustrophobie. Da ist eindeutig Klaus drin. Wie heißt das denn sonst? So, gut, meine Freunde. Genau? Ja. Machen wir Feierabend. Ja, ich auch. Gut, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, ey. Ich weiß nicht, ob ich noch schlafen kann, Günther, ey. Das Alter, wenn du. Das einer rauskriegt, Günther, wenn das einer rauskriegt, ey, wir sind am Arsch, Alter. Da können wir hier gleich wieder die Biege machen, gell, das wisst ihr hoffentlich. Ach, hol ein bisschen leise. Genau. Da passiert schon nichts. Ne, komm. Ja, wenn es euch gefallen hat, ne, dann liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Schöne Bockwurst mit Ketchup. Tschüss.